Viel Jubel gab es am Dienstagabend in Berlin für US-Schauspieler Willem Dafoe. Der 62-Jährige, hier mit seiner Ehefrau, der italienischen Schauspielerin und Regisseurin Giada Colagrande, erhielt den goldenen Ehrenbären der diesjährigen Berlinale für sein umfangreiches Schaffen. Ein Preis für das Lebenswerk. Fühlt man sich da nicht ein bisschen alt? Überhaupt nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Ich fühle mich geehrt und bin froh, hier zu sein. Schaut man in diesen Momenten nach vorn oder zurück? Ich schaue immer nach vorn. The golden lifetime chief bear. In 40 Jahren Karriere hat sich Willem Dafoe als einer der ganz großen amerikanischen Charakterdarsteller etabliert und in mehr als 100 Filmen so ziemlich alles gespielt, wie Euronews-Korrespondent Wolfgang Spindler berichtet. Er war Held und Bösewicht, sogar Jesus Christus und ein Vampir. Und ist in diesem Jahr mit The Florida Project im Oscar-Rennen um die beste männliche Nebenrolle. Wir drücken die Daumen. Wolfgang Spindler from Berlin for Euronews.